Was ist die optimale Zeit, wenn ich einmal fasten möchte? Ja, hast du ganz kurz vorweg gesagt, sage ich einfach mal jede. Aber manche Zeit ist einfach optimaler dafür. Darüber spreche ich in diesem Video. Wenn Sie es interessiert, bleiben Sie dran. Wird spannend. Mein Name ist Nadja Knoblauch. Ich bin Heilpraktikerin, Fastenleiterin und ums Abnehmen, um gesunde Ernährung, um alles, was für uns auf der Lebensmitte wichtig ist. Darum geht es in diesem Kanal. Und wenn Sie nichts verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte. Natürlich ist der Frühling eine super geeignete Zeit zum Fasten, weil die Lebensgeister, die kommen zurück, der Stoffwechsel, der funktioniert einfach wieder besser, wenn ich mehr Sonne habe, mehr Tageslicht habe, die Natur sprießt. Und so ist natürlich auch, wenn meine Lebensgeister erwachen, für mich einfach eine Zeit, um wieder loszulassen, um dem Körper mal so komplett so einen Reset zu geben, so zu entgiften und zu entschlacken. Es kann natürlich aber auch sein, jetzt im Herbst, dass ich dann merke, ich werde müde, ich bin irgendwie nicht so fit und ich habe so ein bisschen vielleicht auch ja, Probleme oder Angst, überhaupt durch den Winter gut durchzukommen, gesundheitlich. Und dann wäre es natürlich auch jetzt im Herbst eine sehr, sehr gute Zeit, einfach mal diesen Reset reinzulegen und zu fasten. Fasten, wie kann ich fasten? Fasten kann ich ja auch zu Hause. Da gibt es ja mal dieses Video und hier unten ist der Fastenkurs verlinkt, wo ich einfach mal für mich selbst so mich mit dem Fasten näher befassen kann und dann auch da einsteigen kann. Fasten eignet sich besser, wenn der Mond im abnehmenden Mond ist, weil, warum? Der Mond, wenn der zunimmt, da habe ich auch meistens so ein bisschen Wassereinlagerungen und habe so ein bisschen, ja, der Körper speichert, wer das mal so festgestellt hat, wenn er mal so einfach nur in der ganz normalen Zeit denkt, ich bin aber irgendwie, es ist gerade ein bisschen mehr von der Waage und da mal auf den Mond achtet, mal guckt, wie ist denn die Waage und wie ist denn der Mond, hat man häufig, macht man die Feststellung, ah, es ist zunehmender Mond. Und wenn dann der Vollmond war, dann hinterher nimmt man wieder ab, weil einfach der Körper mehr Wasser speichert. Und das sieht man ja an Ebbe und Flut, also wie der Mond wirklich in Zusammenhang mit Wasser steht. Und wir bestehen ja nun mal zu einem ganz großen Prozentsatz aus Flüssigkeit, aus Wasser. Also hat der Mond auch auf uns diese Wirkung. Also nochmal, es ist jede Zeit zum Fasten geeignet. Besser ist ein Frühjahr, besser ist abnehmender Mond, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Moment das Gefühl habe, ich bin übersäuert, ich bin müde, ich muss irgendwo meinen Körper mal entgiften, entschlagen, dann ist natürlich auch jetzt im Winter eine super, super gute Zeit zum Fasten. Fasten immer dann, wenn Sie das Gefühl haben, ich muss meinem Körper jetzt mal ein bisschen Entlastung gönnen, ich muss mal einfach so eine Bremse reinhauen. Und man weiß es beispielsweise, dass es Völker gibt oder man weiß es auch aus dem Tierreich, wenn es denen mal nicht gut geht, die verzichten einfach ein bisschen auf die Nahrung und dann hinterher hat der Körper sich regeneriert. Und so eine Regenerationskraft macht das Fasten mit Ihnen natürlich zu jeder Jahreszeit, zu jeder Zeit, wenn Sie der Meinung sind, ich muss jetzt einfach mal hier meine Nahrung eliminieren aus meinem Tag und mal nur von Wasser, Saft und Suppe leben. Mein Tipp für heute, fasten Sie, wenn es Ihnen nicht gut geht, fasten Sie, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt einfach mal so eine kleine Stellschraube drehen zu müssen. Danke, schauen Sie gerne noch in die Mediathek rein, da sind ganz viele Videos, wo es ums Fasten geht, was das Fasten mit dem Körper macht und wie Sie vielleicht auch leichter durch so eine Fastenzeit durchkommen können. Herzlichst, Ihre Nadja Knoblauch. Thank you.